Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsten Toto beim Clan Bettes. Ja, ihr habt es ja gelesen, es sind wieder die Weekend Games und es fällt sofort auf, wir können nur 1000 Punkte einspielen diesmal, haben dafür auch nur einen Tag Zeit. Ein Tag Zeit. Und was gibt es an Rewards? An Rewards gibt es diesmal natürlich dementsprechend auch nicht so super viel. Also wie gewohnt Gold, Elex, Juwelen. Es gibt die Tränke jeweils einmal auszuwählen, auch da nur einen, also nicht wie letztes Mal. Da musste ich die Tränke bei einigen Charakteren wegschmeißen, weil ich davon zu viel hatte und konnte die alle gar nicht aufnehmen. Und es gibt einmal das Hammerbuch. Und ihr seht das hier bei mir, ich habe auch überhaupt kein Buch mehr. Und das Hammerbuch ist natürlich nicht schlecht. Das heißt also, irgendein Gebäude kann ich damit upgraden. Und das holen wir uns in jedem Fall, würde ich sagen. Was noch auffällt, jetzt in den Events natürlich ein Tag. Das ist das Giant-Event im Moment gibt. Ja, das mache ich so ein bisschen nebenher. Und es gibt natürlich die Trainingspotion gleich dazu für 1 € und 9 Cent kann man hier also dann gleich so ein bisschen trainieren. Da hat es gerade so ein bisschen angefangen zu ruckeln, also wir gehen hier nochmal rein. Also komischerweise muss ich sagen, sind die Nachthoff-Spiele mir dann irgendwo am liebsten, denn die können verdammt schnell gehen, sie können aber auch sich verdammt lange hinziehen und ihr seht das hier, ich bin auch relativ hoch und bin immer noch auf dem Weg zu den 4000. Da muss ich mal gerade gucken, wie ich hier am einfachsten mal vorgehe. So. Dann ziehen wir die hier schon mal rein. Kampfmaschine zünden wir ruhig mal. Jetzt muss ich hier allerdings so ein bisschen die Riesen unterstützen. An der Stelle. So, den letzten Bomber nehmen wir hier oben noch. Mal sehen. Immer mal so ein bisschen rechts und links gesetzt. So, dass die jetzt schon mal wenigstens das Loch hier aufmachen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Kampfmaschine ist in der Base. Mit den ganzen Barbaren. Aber die beiden Zerschmetterer, die werden mir natürlich jetzt das Leben hier richtig schwer machen. Also müssen wir mindestens einen davon schaffen. Wir schaffen aber leider, wir schaffen leider keinen. Und gucken wir mal, ob wir wenigstens noch die 50% als Zerstörung kriegen. Ja, die 50% sind in jedem Fall drin hier. Aber der zweite Stern bleibt uns erstmal verwehrt. Und zack, jetzt ist erstmal auf 0. Ja, gucken wir mal, 50% immerhin. Das ist schon mal ein Viertel von dem, was wir machen müssen. An Challenges und wir gehen hier noch mal kurz rein, also noch mal 1000 nur an Score. Es gibt die ersten, die hier anfangen zu spielen und es gibt auch nicht so fette Rewards. Ich meine, dass die Weekend Games gehen jetzt auch nur einen einzigen Tag. Ja, da müssen wir alle ein bisschen reinknüppeln, dass wir das auch packen. Wie viele Punkte müssen wir denn einspielen eigentlich? Insgesamt müssen wir packen 5000. Ja, das ist natürlich in so großen Clans ist das easy gemacht, da muss sich schon jeder so ein bisschen ranhalten. Oh, und ich habe meinen Rekord geknackt, ihr seht das hier. 4007, ich habe meinen Rekord geknackt, ich habe mit dem 50% sogar gewonnen. Ich habe aber Sorge, ich springe jetzt mal gerade auf den Avatar, denn der hat ganz, ganz andere Probleme als der Thorsten-Account hier. Ihr seht das hier, alle Bobs sind gut am Laufen, ich kriege heute auch mal wieder einen frei. Und dann sehen wir uns auf dem RH10 sofort mal wieder. So, hier sind wir auf dem RH10 und der hat nämlich eine ganz andere Sorge, denn es gibt ja nur das eine Hammerbuch zu erspielen. Ich habe hier noch das Heldenbuch. Ich habe gedacht, man kann sich das Buch vielleicht aussuchen, was man hier in den Rewards bekommt, aber es gibt einfach nur das Hammerbuch. Und oh, ich dachte schon, denn ich bin hier hart am Reinfarmen, also ich will auf jeden Fall das Heldenbuch vor den übernächsten Spielen dann einfach mal machen. Und wir nehmen hier diese einfache Aufgabe. Ich weiß nicht, welche Aufgaben ihr mal nehmt, aber die sind natürlich wirklich fürchterlich einfach, sofern man einen Bauarbeiter frei hat. Ich habe jetzt gar nicht so viele Items, die ich eigentlich abbauen kann. Das reicht aber um hier, ich glaube, fünf Stück muss ich nur machen. Und zwei habe ich jetzt schon, also hier in der Base will ich im Moment auch gar nichts abbauen. Sehe ich gerade, das heißt, ich mache hier einfach mal den einen oder anderen Baum weg, der mich hier schon ganz lange stört. Das sind diese hier, die auf Ecke stehen. Und dann kriegen wir sicherlich hier die ersten 50 Punkte reingefahren. Ja, diesmal 1000 Punkte. Ist, glaube ich, ganz easy peasy. Ist einfach mal eine schnell abgedrehte Folge, weil ich mal so früh wach war. Auf einen Samstagmorgen. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Dann seid ihr schon mal informiert. Falls jemand noch nicht ein- oder ausgeloggt hat,
Was ist das denn eigentlich hier für ein... Achso, ich dachte gerade, das wäre ein brennender Baum. Ist natürlich kein brennender Baum, sondern der Baum. Da war gerade nur ein Bauarbeiter bzw. eine Bauarbeiterin drin oder eine Dorfbewohnerin. Und dann haben wir sicherlich hier relativ schnell, da haben wir schon komplett. Also so schnell geht's natürlich. So schnell haben wir hier die ersten 50 Punkte drin. Und hier ist diesmal viel Nachthof dabei. Beziehungsweise Multiplayer Battles 6 Sterne. Ja, das können wir eigentlich machen. Auch wenn ich im Moment gar keine Armee dafür so großartig habe. Starten wir die ruhig mal, denke ich mal. Und ihr seht das hier, meine Armee ist jetzt nicht gerade der Bringer, hier für einen Stern überhaupt zu machen. Aber schauen wir mal, mit dem Avatar kann ich eigentlich im Moment alles gebrauchen hier. Sowohl Dunkles als auch Gold und Elex. Die Gegnersuche ist auch hier etwas einfacher geworden, denn ich bin auch extrem weit, ja, was heißt extrem weit runtergegangen. Ich glaube, ich bin mittlerweile hier in Kristall 1. Und das ist auch, ja, das ist ganz in Ordnung. Oh, das ist so ein Gegner. Da gucken wir mal, ob wir da nicht irgendwo 50% und einen Stern hinkriegen. So, wie gehen wir denn hier am einfachsten vor? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Außengebäude hier einmal mit. Und setzen jetzt mal ganz behende erstmal unsere Riesen, dass wir noch am Ende so ein paar Riesen frei haben. Da ist schon ein Bombenturm. Ja, Troll-Tesla ist alles nicht so schlimm. Gegen die Kobis hier. Ich glaube, die Kobolde bei dem Avatar-Account werden in jedem Fall die nächste Truppe sein, die ich wahrscheinlich leveln werde. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich würde sie gerne leveln, denn ich muss wirklich noch viel mit dem farmen. Hier und da sind die in jedem Fall auf jedem erneuten besseren Level hilfreich, aber ich glaube, an die Ressourcen kommen wir schon mal ganz gut ran. Da, wo wir gleich noch ran müssen, ist dann natürlich ein bisschen ans Rathaus. So, der hat die Sammler auch draußen stehen. Hier unten bemühen wir uns mal nicht mehr um den Sammler. Ich denke mal, wir bemühen uns mal, dass wir jetzt zum Rathaus reinkommen. Ich habe auch noch leichte Unterstützung hier drin und ich würde sagen, wir gehen mal von hier rein. Ich meine, die Base ist jetzt relativ tot. Die X-Bogen werden ja nicht schießen. Und mal sehen, ob wir hier jetzt nicht so ein paar Mauerbrecher schon mal hinkriegen. So, in zweier Reihen hier reingebracht. Und dann müssen wir hier eigentlich nur die Meute an Kobolden mit in diese Base reinlassen. Denn die werden uns ja in jedem Fall das Rathaus hier jetzt holen. Ja, das machen sie jetzt auch schon. Damit sollten wir eigentlich einen Stern hinbekommen. Hier haben wir jetzt den King in der Mitte. Und den müssen wir hier nochmal durchheilen so ein bisschen. Ja, das muss ich jetzt einfach mal so machen. Und ich will ja nur den einen Stern haben. Da haben wir immerhin einen Stern. Und außen noch die Prozente. Ja, zwei Sterne, super. Zwei Sterne reicht mir hier an der Stelle. Also auch das Spiel hier relativ zügig gemacht und auch wieder Richtung Max King so ein bisschen was getan. Ja, gucken wir mal. Zwei, das ist ganz in Ordnung. Und ich habe ja auch hier eigentlich nach wie vor reichlich Tränke. Also gucken wir mal auf den anderen RHs, was wir da noch so anstellen können. So, und auch hier können wir so ein bisschen was machen. Ich habe schon ein kleines Spiel hier fertig. Und ihr seht das, ich habe auch hier die ersten 100 Punkte schon eingefahren. Die sind wirklich, wirklich einfach. Und die ist natürlich noch einfacher, die ich mir hier geholt habe. Vor allen Dingen mit den Accounts hier sind das natürlich hier Punkte, die hat man hier binnen Minuten, hat man die reingefahren. Ich meine, das sind jetzt genau fünf Sachen, die ich einfach nur abbauen muss für dieses nächste Event hier. Also Supercell macht's einem an der Stelle natürlich auch nochmal wirklich doppelt einfach. Und ich möchte hier natürlich auch lieber ein Event haben, also auch das haben wir hier fertig. Und wo ich so ein paar Sterne holen kann, das wäre mir wirklich lieb. Oder wo ich ein paar Truppen einsetzen muss, die ich im Moment sowieso habe. Ihr seht das hier, was ich im Moment für eine Armee habe. Da kann man eigentlich ein paar Sterne mitmachen. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich mache kein Elex-Ding, weil Elex brauche ich im Moment wirklich nicht. Und wir sehen mal zu, dass wir hier 6 Sterne auch hier mit dem Rathaus 9 im Multiplayer hinkriegen. Im Moment bin ich auch mit denen ganz hart am Farmen. Alle beiden RH9er haben einen Heldenlevel gemacht, nämlich die Queen. Der Alex hat sie auf 30 gebracht und der Donnerbengel, mit dem ich hier unterwegs bin, hat sie auf 29 gebracht. Da hatte ich auch noch jeweils ein Buch und farme jetzt ja, so ganz behende mal das Dunkle nach hier
für den nächsten Helden. Also beim Alex ist das dann ja der King und beim Basti hier, da braucht die Queen halt jetzt noch ein Level. Mache ich so ganz piano nebenher, neben den CKs, die ich hier spiele, denn alle meine Accounts sind alle oder fast alle sind ganz, ganz nah dran, jetzt endlich ihre 1000 CK-Sterne alle zu bekommen. Und das lässt ja immer noch auf sich warten. Ich habe immer noch keinen einzigen Charakter, der das überhaupt hat. Und die Base hier, die finde ich nach wie vor super. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wie ich hier am einfachsten vorgehe. Also im Moment mache ich tatsächlich einen Queen Walk mit dem Rathaus 9er. Ist auch eher, ja, ist nicht ganz so üblich. Ich meine, ich habe einen CK-Angriff mit Queen Walk auch mal gemacht. Auch mit dem Donnerbengel hier. Und den kann ich euch gleich auch zeigen. Der ist nicht so spektakulär gewesen, aber wir sind hier ja so ein bisschen drauf und machen hier erstmal unsere Sterne. Und ich muss mal eben sehen, dass ich die kurz mal durchgewutet kriege, dass ich hier die Mauerbrecher reinkriege. Jawohl, da sind sie drin. Und wir gehen hier, glaube ich, ruhig über eine ganz andere Flanke noch zusätzlich hier rein. Jetzt muss ich hier eben mal die Gebäude ein bisschen wegmachen, dass die da auch reingehen. Und Packer hinterher gezogen. Den Magier lassen wir uns mal noch. Und die Packers müssen jetzt einfach nur da durchgehen, dass wir da springen können. So, dann nehmen wir mal unsere Schweinereiter hier noch mit. Die haben wir noch in der Clanburg. Denn wir müssen ja Sterne machen hier. Möglichst 3. Gar keine Frage. Und hier muss ich jetzt allerdings, glaube ich, schon so ein bisschen die Queen giften. Die wird mir jetzt gleich... Ja, da ist sie schon. Okay. Dann habe ich jetzt noch ein Heil. Mal sehen, meine Queen geht eigentlich noch ganz gut durch da. Und hier schmeißen wir den Heil mal ein bisschen auf die Riesen, ein bisschen auf den Päcker. Sieht ganz gut aus hier. Das ist jetzt auch nicht so eine fürchterlich starke Base, muss ich sagen. Denn die Base hier als Farmbase, die hat man eigentlich immer schnell weg hier. Und das sind auf jeden Fall schon mal 2 Sterne. Da hinten ist noch ein Schweinereiter, auch nicht schlecht. Da haben wir schon mal 2 Sterne. Und dann gucken wir mal. Over hier, na, Cleanup kann ich noch nicht setzen. Mal sehen, meine Packers müssen da noch durchgehen. Und die Queen, es wäre schön, wenn die Mauer jetzt schafft. Da hinten packt das aber schon mal der King. Ah, da kommen jetzt noch so ein paar Nervskelette. Okay, oh, die Queen da an der Mauer, die nervt mich sowas von ab. Naja, jetzt muss ich es da wahrscheinlich aber gleich zünden. Und ich zünde hier jetzt auch in diesem Tumult den King. Denn dann haben wir hier hinten die Defense auf der Ecke schon mal weg. Können hier mit Cleanup weitermachen. So. Und dann setzen wir den Bogenschützen dahin. Und die Queen geht hier hinten. Ja, die muss ich jetzt auch zünden. Da geht kein Weg dran vorbei. Da müssen das meine Packer vielleicht richten. Also ganz normaler Farmangriff hier. Zwar ein bisschen teurer, aber ich brauche hier auch ja nur das Dunkle. Verbrauche das Gold immer, um einmal das Rathaus anzuschmeißen. Und dann sind das hier von den 6 Sternen, die ich machen muss, vielleicht schon mal 2, weil ich glaube, ich komme mit der Zeit nicht hin. Queen quält sich da wieder durch eine Mauer und der hat jetzt auch keine Clanburg. Da gehen meine ganzen Barbaren gerade in so einer Bombe auf hier. Die ganzen Leichen hier hinten. Ja, mal gucken, 12 Sekunden. Bis hier hinten müssen sie kommen, bis zur dunklen Zauberspruchfabrik. 8 Sekunden, oh, das wird wieder undankbar. Das werden wieder undankbare 2 Sterne. Jetzt muss ich noch einen Angriff mehr hinlegen. Oh, scheiße. Oh, entschuldigt bitte den Ausdruck auf den Samstagmorgen, so ein Mist. Naja, ist nicht so schlimm. Ich baue die Truppe nochmal nach, denn die gefällt mir ganz gut. Und ich zeige euch einfach mal meinen Angriff hier mit dem. Jetzt wollen wir mal gerade gucken, welchen habe ich den gemacht. Ja, ich habe die Nummer 10 gemacht hier. Auch relativ ähnlich. Nicht ähnlich, sondern mit Hox, Packer, Queen Walk. Ihr könnt euch das angucken. Also, es war schon. War, glaube ich, eine ganz saubere Sache. Wir gehen hier erstmal auf Sterne und die Base ist jetzt nicht so sonderlich stark von den Helden her. Von der Defense her ist sie in Ordnung. Das heißt, das ist RH9 der 4. Aber Helden draußen, das ist natürlich schon gefundenes Fressen für eine Queen im Queen Walk. Und ich komme dann hier hinten jetzt gleich mit meinem King raus. Musste jetzt aber erstmal die CB abwarten. Da ist sie schon. Die muss jetzt erstmal Richtung Queen fliegen, um die dann wegzugiften. Ist mir aber, glaube ich, ganz gut gelungen. Der Drache macht dann auch nicht so viel Schaden. Wichtiger sind dann die Ballons. Die dürfen auf gar keinen Fall einmal abwerfen. Und dann geht das hier ganz behende weiter. Hier hinten geht es jetzt weiter mit Bolan. Ein Packer, der sollte einfach nur den King ummatchen. Macht er auch. Und dann geht das hier jetzt mit
mit Hox gleich weiter. Hier habe ich jetzt nochmal aufgesprengt, dass die Queen ein bisschen weiter reingeht. Auch das ist mir gelungen. Ja, der hatte jetzt so ein paar Fallen außen, aber die Hox hier jetzt so ein bisschen surgical reingesetzt, sodass sie immer wieder zusammenreiten und beziehungsweise immer wieder zusammenkommen. Und ja, dann ist das ganz gut. Die Mitte hier schön mit einem Heil noch unterstützt. Ich wusste natürlich, dass da in der Mitte, ja, ich meine, das riechst du ja förmlich, dass in dieser Base hier die Teslas irgendwo am Rathaus sind in den freien Flächen. Denn der hatte nicht so viele freie Flächen in der Base, da konnten die nur da sein. Da nochmal ein Heil geschmissen, dass die nochmal so ein bisschen Randheilung kriegen. Vor allen Dingen kriegen die jetzt Heilung von den Heilern. Hox mit Heiler in Heilung. Das ist richtig OP, finde ich. Ich habe auch schon mal so eine Taktik gesehen, wo man einfach zum Ende Clean-Up-Hox mit zwei Heilern in so eine Base schickt oder mit drei Heilern. Ist richtig genial. Kann man nicht anders sagen. Und aber hier war es denn doch so ein bisschen die Masse. Und dadurch, dass die Base jetzt so dicht gestaffelt war, brauchten die Schweinereiter gar keine langen Wege, um die Defenses hier abzugreifen. Und ich denke mal, das ist hier auch an der Stelle ein ganz schöner Dreisterner gewesen. Und das soll es auch gewesen sein. Ich wollte einfach nur die Clanspiele mit euch anspielen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch zumindest ein schönes Wochenende und haut rein bei den Clanspielen. Aber sie sind ja nicht so schwer. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Rest.